Willkommen zurück zu SmackDown vs. Raw 2008 an Jeff Hardys. Wenn ich auf den Kalender schaue, 31. Geburtstag. Wie passend, 31. August, 31. Geburtstag. Wobei er jetzt fast 38 wird. Also dieses Jahr wird er 38. Boah, wo geht die Zeit hin? Puh. Gut, an den Wochenenden kann man nichts machen. Was ich irgendwie blöd finde. Ich meine, man kann doch am Wochenende auch trainieren oder so, ne? Gut, dann machen wir das halt jetzt. Allzu viel sollte ich auch nicht machen. Weil es ja halt Asche kostet, ne? Im letzten Part, hab ich ganz vergessen zu erwähnen, haben wir wieder mal einen ECW-Kampf gehabt gegen Sabu. Und ich glaube nicht, dass es das letzte Mal war. Mal sehen, was wir jetzt wieder haben. Spiel nicht rum, sagt Superstar-Rivale. Einer jedenfalls ist nicht von dem extremen Verhalten begeistert, das Jeff Hardy kürzlich gezeigt hat. Chavo Guerrero, seine Wahl bei SmackDown. Ach du Scheiße. Geht's noch schlechter? Chavo kritisiert, Hardy soll die Eskapaden mit den ECW-Akteuren beenden und sich stattdessen auf seine Aufgaben bei SmackDown konzentrieren. Natürlich stehen beide Superstars auf der Auswahlliste der Spitzenherausforderer für den anstehenden Titel des Rosters. Für den angesehenen Titel. Was lese ich denn heute für eine Scheiße vor? Das No Mercy steht vor der Tür, doch dieser Clown spielt lieber mit den Kerlen der ECW rum, sagt Guerrero. Das zeigt nur den mangelnden Einsatz von Hardy. Das ist einer von vielen Gründen, warum er beim World Heavyweight Championship noch nie ein Herausforderer meines Kalibers sein wird. Weder du noch Jeff sind irgendwie Heavyweight. Das finde ich sowieso immer wieder lol. Long, fühle die Hitze. Mann, Chavo hat es dir in seinem Interview auf WWE.com aber gezeigt. Als SmackDown-GM muss ich nun ein gutes Geschäft aus diesem Theater machen. Deswegen setze ich im Laufe dieser Woche ein Non-Title-Match zwischen dir und Chavo Guerrero an. Wir werden sehen, wie sich meine beiden Hauptherausforderer schlagen. Zeig sie mir. Ciao, Teddy. Wird auch nicht lang dauern. Ich muss gucken, dass ich schon wieder was Neues, dass ich nicht zu viel mache. Also bald voll ist. ECW Roster verlangt von SmackDown-Leuten Respekt. Wie oft wird denn hier jeden Tag diese Zeitung geändert? Die ECW-Superstars fordern immer noch Respekt von ihren SmackDown-Rivalen. Und in diesem Fall setzen sie darauf, dass zwei Superstars ihren Gegnern mehr Respekt einflößen können als einer. Teddy Long, der General Manager von SmackDown, hat nicht einen, sondern zwei der extremsten ECW-Athleten dazu eingeladen, gegen das SmackDown-Team von Chavo Guerrero und Jeff Hardy anzutreten. Er macht es jedoch nicht aus sportlichen Gründen. Long hat die Bedingungen an den Kampf geknüpft, dass ECW sich nicht länger in SmackDown-Angelegenheiten einmischt, sobald das Match zu Ende ist. Damit ist ECW-Sprecher Tommy Dreamer einverstanden. Teddy weiß nicht, was er seinen Jungs zumutet, so der Innovator of Violence. Nachdem diese Verlierer von den besten ECW-Superstars auseinandergenommen wurden, müssen wir nicht länger beweisen, dass wir der am meisten so fürchtende Roster sind. Boah, kennt ihr das, wenn ihr was lest, aber irgendwie mit dem Kopf woanders seid? In dem Moment, wo ihr es lest, dann versprecht ihr euch ständig. So geht's mir die ganze Zeit gerade. Long, du darfst antreten. Ich werde dieses ECW-Pack ein für alle Mal fertig machen, indem ich dich zusammen mit Chavo Guerrero gegen zwei ihrer Männer antreten lasse. Du hast deine eigenen Probleme mit Chavo, ich weiß, aber ihr müsst eure Streitigkeiten nun hinter unserem höheren Ziel zurückstecken, Junge. Außerdem gibt euch das Ganze die Gelegenheit, euch gegenseitig beim Kämpfen zu beobachten. Holt sie euch, Tilo. Und natürlich noch was von Chavo. Ich zeige keine Gnade. You and I both know that I deserve to be the number one contender for the championship at No Mercy. And I'm gonna prove it in our match this week. After what I do to you on SmackDown, I'll be a shoo-in for the main event at No Mercy. Und mein Gott, hat Chavo eine beschissene Stimme. Ganz ehrlich. Ich habe noch nie alle Wrestler irgendwie reden hören, aber das war gerade ziemlich daneben. Also er hat eine ziemlich, ich will nicht sagen unmännliche Stimme, aber naja, wie man es nimmt, ne? Ich finde es nicht so sexy. Okay. Batista, Mr. Kennedy, Ashley, Mickey, Sabu, Lashley. Ich glaube, Matt ist gar nicht hier, ne? Kane, Mark Henry. Kann ich das irgendwo einsehen, wer in welchem Roster ist? Das kann ich nicht mal mehr zurück. Gut, dann kämpfen wir halt Hardcore-Tag-Team, habe ich gerade gesehen. Okay. War natürlich, wir sind auch gegen ECW-Akteure in Gange. Gut, dann halt so. Welcome to SmackDown, where the ECW SmackDown conflict continues. This is Michael Cole here with JBL at ringside, and tonight two of SmackDown's top superstars take on two of ECW's most dangerous superstars.
ECW tried to take one of our guys out last week, and tonight we're going to return the favor. There's a lot of pride on the line for both sides. And I hope that tonight is the night SmackDown sends ECW packing once and for all. After last week's near injury, he's more determined than ever to prove himself against ECW. Yeah, but with no mercy right around the corner, that might not be the smartest idea he's ever had. He's looking to secure himself a spot at No Mercy. This could be the match that does it. Absolutely. He's got all of SmackDown behind him. If he embarrasses ECW, he might even get a championship match. He nearly injured one of SmackDown's superstars last week. I think he's here to finish the job tonight. He's living in a dream world if you think SmackDown superstars are going to stand by and let him do that. This man is no stranger to raining down violence upon his opponents. Well, I guess tonight we're going to see if he can take it as well as he can dish it. Ach ja, Bobby Lashley, der ja auch bei der TNA rumdümpelt. Ach, was ist bloß aus manchen Wrestlern geworden? Ich habe ja heute gelesen, oder irgendwie, dass das die TNA anscheinend bald wieder ihren Sendeplatz verliert in Amerika. Sind ja derzeit bei Destination America oder so, bei diesem komischen Kanal auf Sendung. Und soweit ich es gelesen habe, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber ich glaube schon, weil ich es richtig verstanden habe, soll da ab September irgendwie Schluss sein? Irgendwas ist da. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber irgendwas ist da nicht okay. Ja, da frage ich mich wieder, was machen sie jetzt wieder für einen Scheiß da? Sie haben erst den Vertrag abgeschlossen vor ein paar Monaten. Und schon ist er wieder im Arsch, so, von wegen, wir wollen euch nicht mehr haben. Ich weiß ja nicht, was die da immer machen. Ja, hast du gut gemacht, Chavo, ne? Dass der Ringrichter liegt. Ist ja schön, dass du Bobby Lashley aus dem Weg räumst, aber der steht nicht mehr auf. Hm? Und trotzdem hat's gereicht, lol. Is over, but he certainly doesn't seem happy. What do you expect? He put himself at risk fighting someone else's battles. What are you talking about? He was representing SmackDown against ECW. Yeah, and his partner stirred everything up by talking trash about ECW. That's your view of the situation. I call it SmackDown pride, personally. Yeah, well, pride goes before a fall, Michael, and his fall might be right around the corner at No Mercy. Das glaube ich eher nicht. Naja. Und wieder was zum Lesen. McMahon will mehr Action sehen. Oh. Ey, erst haben wir es mit seiner Tochter, jetzt ist er dran. Das ist irgendwie klar, man hat nie Ruhe vor denen. Im Leben sind Veränderungen unvermeidlich, besonders wenn man Mr. McMahon zum Boss hat. Der WWE-Vorsitzende ist mit dem Wettkampfniveau bei SmackDown unzufrieden und führt einige drastische Änderungen ein.
Diese Superstars sind in letzter Zeit weich und selbstgefällig geworden. Das macht mich wütend, sagt McMahon. Der Aufruhr mit dem ECW-Team hat neue Aufregung und Energie reingebracht. Das hat mir gefallen. Deshalb gebe ich Theodore Long mit sofortiger Wirkung bezahlten Urlaub und bringe bis zum No Mercy Tommy Dreamer. Was? Als amtierenden General Manager an Bord. Willst du mich verarschen? Diese umstrittene Entscheidung wird beim SmackDown-Roster wahrscheinlich nicht sehr gut ankommen, da Dreamer bis jetzt als Eindringling betrachtet wurde. Man wird sehen, wie sich seine Amtszeit als GM auswirken wird. Na toll. Schon wieder die Scheiße hier. Na, leck mich am Arsch. Ich trainiere schon nicht. Mr. McMahon zwingt mich mehr oder weniger dazu, eine Auszeit für SmackDown zu nehmen und ich werde ihm Folge leisten. Meiner Familie wird das gefallen, aber ich weiß, dass viele von euch besorgt sind, weil jetzt Tommy Dreamer das Ruder übernimmt. Lasst nur nicht den Kopf hängen, wir schon alles schief gehen. Macht's gut, Teddy. Das gefällt mir überhaupt nicht. Da wird doch alles in der Was ist denn mit den ECW-Lern, wenn er jetzt hier ist? Ist er jetzt für die ECW und für SmackDown zuständig? Okay. Also wir dürfen gespannt sein, wie es demnächst weitergeht und was Tommy Dreamer hier so alles veranstaltet. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal bei SmackDown vs. Raw 2008. Bis dann.